In dieser Lektion haben wir noch einmal eine Übung zu den 3D-Objekten. Wir werden eine animierte Pyramide so wie diese hier erstellen. Ziel der Pyramide ist es, die Aufmerksamkeit des Betrachters auf jeweils einen dieser Unterbereiche zu locken, und zwar durch den Farbwechsel. Und wenn der Farbwechsel in einem höheren Teil der Pyramide stattfindet, soll der untere Teil wieder auf die Ursprungsfarbe zurückgehen, sodass sich der Betrachter voll auf die jeweilige Teilpyramide konzentrieren kann. Wir haben jetzt hier die Pyramide und sehen gar nichts. Und sobald ich jetzt den ersten Klick mache, verwandelt sich hier dieser Bereich, der unterste Bereich, von Grau in Rot, und wir bekommen dann hier die Möglichkeit, einen Text einzugeben. Ich habe hier natürlich nur den Platzhaltertext eingegeben. Hier kommt der Text für die Ebene 1 hin. Wenn ich jetzt irgendwo auf der Folie oder auch außerhalb des Bildschirmes klicke, dann soll sich dieser rote Bereich wieder in den grauen Bereich verwandeln und dieser graue Bereich soll rot werden. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Wir sehen, es hat funktioniert. Die Aufmerksamkeit des Betrachters liegt jetzt ganz klar auf diesem roten Teil der Pyramide und auf dem dort angezeigten Text, der natürlich ebenfalls nur ein Platzhaltertext ist. Ein erneuter Klick wird diesen Teil rot einfärben und diesen grau machen. Und anschließend kümmern wir uns um die Spitze der Pyramide und dieser Teil muss auch wieder grau werden. Schauen wir uns das an. Wir sehen, Teil 2 ist grau, Teil 3 ist rot. Und jetzt klicke ich noch einmal und wir sehen, jetzt ist die Spitze rot und alle anderen drei Teile sind grau. Diese animierte Pyramide werden wir jetzt in dieser Lektion gemeinsam fertig machen und testen. So, wir werden jetzt als erstes die Spitze der Pyramide nachbauen. Ich habe eine leere Folie uns bereits angelegt und ich beginne mit dem Anlegen eines Quadrates. Das heißt, ich klicke hier oben auf das Rechteck, drücke die Shift-Taste und ziehe das Quadrat auf. Ich bin jetzt im Bereich Form, Formatierung und ich werde die Größe, die Höhe und die Breite auf 2,5 cm umstellen. Das entspricht dann einem Zoll. So, jetzt hat unser Quadrat die richtige Größe und wir sind hier auch bereits in Form Formatieren. Und hier habe ich die Effekte und ich suche mir jetzt als erstes die 3D-Drehung heraus, gehe in die Voreinstellungen und nehme dann diese Voreinstellung und klicke mit der linken Maustaste da drauf. Und jetzt haben wir hier schon eine 3D-Perspektive, die aber natürlich uns noch nicht das aussagt, was wir haben möchten. Wir gehen jetzt in den Bereich 3D-Format und dann wähle ich bei Abschrägung oben diese Vorgabe aus, starke Abschrägung, damit wir auch eine Spitze hinbekommen. Wir sehen jetzt hier schon angedeutet, dass wir hier eine 3D-Form haben und wir werden die jetzt durch Höhe und Breite so verändern, dass auch wirklich eine Spitze zu sehen ist. Ich bin mit Absicht auf 2,5 cm, sprich 1 Zoll gegangen, denn für das Ergebnis, das wir erzielen wollen, sind bei 2,5 cm 36 Punkte für die Breite erforderlich. Bei der Höhe sind wir etwas flexibler. Ich stelle das auf 100 ein und wie Sie sehen, haben wir unsere Spitze schon hier erreicht. Ich kann sie jetzt etwas weiter nach oben verschieben. Um jetzt die Spitze zu verändern, gehe ich auf den Fülleffekt und suche mir eine Farbe heraus. Und zwar nehme ich hier oben dieses Grau. Und somit sieht das schon ganz gut nach der ursprünglichen Form aus. Dann gehe ich auf die Formkontur und wähle aus keine Kontur.
Und jetzt möchte ich hier auch noch eine dunkle Fläche haben, so wie wir das hier in dieser Originalpyramide sehen. Und dazu gehe ich hier in 3D-Format auf Material und wähle mir dann dunkle Kante, so wie Sie das hier im Tooltip-Text sehen, aus und klicke einmal da drauf. Und schon haben wir die Spitze der Pyramide fertig. Jetzt möchte ich den zweiten Teil machen. Dazu markiere ich unsere Spitze und ich drücke die Funktionstasten Steuerung D zum Duplizieren. Dann schiebe ich diese neue Form etwas weiter nach unten. Ich klicke die rechte Maustaste und ich verschiebe diese Form in den Hintergrund. Und jetzt gehe ich auf Formformatierung, so wie wir das hier oben schon haben, und ändere die Höhe und die Breite auf 5 cm ab. Und damit haben wir unsere zweite Form und die müssen wir jetzt nur noch so einpassen, dass sie zur ersten Form passt. Ich denke mal, das ist uns hier schon soweit ganz gut gelungen. Wir können sie etwas höher schieben. Dann haben wir hier diese Linie zwischen den Formen. Das können wir so einrichten, wie wir das möchten. Und damit sind wir schon einen Schritt weiter. Jetzt wiederholt sich eigentlich diese Vorgehensweise. Ich markiere die zweite Form. Ich drücke wieder die Tastenkombination Steuerung D, um diese Form zu formatieren, zu duplizieren, Entschuldigung. Dann schiebe ich sie weiter nach unten und jetzt gehe ich hin und gehe auf 7,5 cm bei Höhe und bei Breite. Sie sehen also, jede dieser Teilpyramiden vergrößert sich immer wieder um den gleichen Faktor, nämlich 2,5 cm. Ich klicke auch hier wieder auf die Form, schiebe sie in den Hintergrund und passe sie so an, richte sie so ein, dass sie zur zweiten Form passt. So, jetzt fehlt uns noch die vierte Form. Sie können sich denken, was passiert. Ich markiere Form Nummer 3. Ich drücke Steuerung und D. Ich ändere Höhe und Breite auf 10 cm. Ich verschiebe auch unsere vierte Form in den Hintergrund und platziere sie dann an der richtigen Stelle. Das war jetzt wohl nicht der Hintergrund. Gehen wir nochmal. Ich bin wohl auf Vordergrund gegangen. In den Hintergrund. So. Und jetzt schieben wir die vierte Form auch an die richtige Stelle. So, damit hätten wir unsere Pyramide schon einmal aufgebaut. Gut, man könnte hier jetzt noch ein paar Feinheiten in der Ausrichtung machen, aber es soll ja jetzt nicht so hundertprozentig sein, dass wir nur Zeit verlieren. Das nächste, was ich jetzt mache, ist, dass ich diese vier Texte, die wir hier haben, dort hineinsetze. Ich mache es in diesem Falle einmal einfach. Ich kopiere den Text aus der oberen Folie und füge ihn dann in der unteren Folie ein und verschiebe ihn an die richtige Stelle. So, hier kommt der Text für die Ebene 1 hin. Dann mache ich wieder Steuerung D und verschiebe den Text weiter nach oben. Und aus der Ebene 1 wird die Ebene 2. Das gleiche machen wir noch einmal. Markieren, Steuerung. Markieren, Steuerung D. Jetzt kommt der nächste Text nach oben. Und das wird die Ebene 3. Markieren, Steuerung D. Und nach oben verschieben. Dann haben wir hier jetzt die Ebene 4. So, jetzt richte ich die Ebenentexte nochmal eben
so aus, dass es besser passt, dass wir näher an der Pyramide sind. Und damit haben wir unsere grundsätzliche Pyramide bereits fertig. Dann wollen wir uns jetzt um die Animation kümmern. Wir werden jetzt diesen unteren Teil zuerst animieren, denn es ist ja so geplant, dass mit jedem Klick weiter nach oben auf der Pyramide gewandert wird. Ich markiere diesen unteren Teil und dann klicke ich hier oben auf Animationen. Und damit Sie alles gut nachvollziehen können, klicke ich hier jetzt auch auf den Animationsbereich. Und durch das Kopieren, das ich eben gemacht habe, haben wir hier schon unsere Texte drin. Ich entferne die alle, damit wir auch wirklich ganz am Anfang beginnen. So, jetzt sind wir hier auf dieser unteren Fläche oder auf dem unteren Teil der Pyramide. Und ich möchte dann hier unter Hervorhebung die Animation Füllfarbe auswählen. Ich klicke mit der linken Maustaste darauf und dann sehen wir, dass sich hier der untere Teil der Pyramide verändert. Ich werde aber die Farbe, die wir hier haben, unter Effektoptionen ändern und damit wir auch sicher sind, dass wir alles neu machen und ich nicht heimlich etwas kopiere, nehmen wir anstelle der dunkelroten Farbe die grüne Farbe. Und jetzt sehen wir, dass das funktioniert. Dann markiere ich hier diesen ersten Text und ich gehe dann auf Wischen, gehe hier auf die Effekteinstellungen mit vorherigen Beginnen und bei den Effektoptionen stellen wir das um auf von links. Ich klicke auf OK und jetzt sehen wir, dass das funktioniert. Ich werde jetzt einmal, damit wir sehen, was passiert, die Präsentation starten. Wir haben hier jetzt nicht den Text für die Ebene 1, das ist ja auch richtig. Und jetzt klicke ich einmal und wir sehen, der Text ist da und dieser Teil ist grün geworden. So, das hat also schon mal wunderbar geklappt. Und jetzt kommen wir zur Ebene Nummer 2. Auch hier gehe ich bei den Animationen auf Hervorhebung und Füllfarbe. Ich wechsle hier die Farbe auf Grün. Und ich möchte, wenn diese grüne Farbe kommt, hier die grüne Farbe wieder verschwindet und wieder ins Graue vergeht. Daher klicke ich jetzt auf Animation hinzufügen. Hier wähle ich auch die Füllfarbe aus. Nee, das war falsch. Die muss noch mal weg, entfernen. Gehe hier hin und gehe dann auf Animation hinzufügen für das Rechteck Nummer 8. Füllfarbe. Und hier setze ich das um auf dieses Grau. Dann gehe ich auf die Einstellungen. Und schreibe auch hier mit vorherigen Beginnen, beziehungsweise klicke das an. Ich schreibe hier ja nichts. Und ich möchte, dass die Anzeigedauer hier etwas schneller geht oder etwas langsamer geht. 0,5 Sekunden ist nicht so richtig zu sehen. Ich stelle das auf 1 um und klicke auf OK. So, jetzt haben wir diese Animation schon drin und als nächstes animiere ich den Text. Da gehe ich wieder auf Wischen. Bei Effektoptionen stelle ich hier direkt um auf von links. Und auch hier gehen wir auf mit vorheriger Beginnen. Damit hätten wir diese beiden Bereiche der Pyramide bereits bearbeitet. Jetzt gehen wir auf die nächste Stufe
und gehen wieder auf Füllfarbe. Setzen die Farbe hier auch wieder um auf Grün. Dann wähle ich diesen Bereich wieder aus, gehe auf Animation hinzufügen, wähle wieder die Füllfarbe aus und bei den Effektoptionen setze ich das um auf unser Grau. Und auch hier setze ich das um auf mit vorherigen Beginnen. Dann brauchen wir diesen Text. Wir gehen wieder hier auf Wischen, Effektoptionen von links und mit vorherigen Beginnen. So, damit haben wir schon 3/4 unserer Arbeit getan. Jetzt gehen wir auf die Spitze und auch die Spitze bekommt natürlich, wie Sie sich das denken können, Hervorhebung Füllfarbe und auch sie wird grün. Dann kommt die Ebene darunter, Animation hinzufügen, Füllfarbe, Farboption Grau und mit vorherigen Beginnen. Und als letztes fehlt uns jetzt nur noch der Text für die Ebene 4. Hier gehe ich wieder auf Wischen, stelle die Effektoptionen um auf von links und auch hier wird umgestellt auf mit vorherigen Beginnen. Was wir jetzt noch nicht haben, wir haben hier die halbe Zeitdauer nur für das Umwandeln von Grün in Grau. Das werden wir hier jetzt entsprechend auch abändern. Ich klicke daher nochmal hier auf das Rechteck 7. Ich wähle hier die Anzeigedauer aus und stelle das um von 2 auf 1 Sekunde. Und das gleiche gilt hier für dieses Rechteck 6. Ich wähle es an. Anzeigedauer statt 2 Sekunden 1 Sekunde und OK. So, damit haben wir im Grunde unsere Animation bereits fertig. Ich speichere unsere Präsentation einmal und jetzt klicke ich einmal auf die Bildschirmpräsentation und lasse sie laufen. Wie Sie sehen, wir haben hier jetzt nur die graue Pyramide und wenn ich jetzt einmal klicke, dann bekommen wir den unteren Teil als Blickfänger in Grün und haben den passenden Text dazu, was auch immer der passende Text sein könnte. Hier kommt der Text für die Ebene 1 hin, ist ja nur ein Platzhalter. Jetzt klicke ich wieder und wir sehen, dass die Ebene 2 grün wird und die Ebene 1 hier hat wieder den grauen Originalton und wir haben hier oben den Text. Machen wir weiter. Nächste Ebene. Und ich klicke noch einmal. Und jetzt haben wir unsere Präsentation durch, haben alle 4 Texte und haben die grüne Spitze der Pyramide so, wie es geplant war. Sie können also gerne einmal, wenn Sie möchten, diese animierte Pyramide nachbauen und damit eigene Erfahrungen sammeln. Sie können natürlich diese Form der 3D-Objektanimationen auch mit anderen Formen benutzen als mit Pyramiden. Das bleibt Ihnen überlassen, was Ihnen da gefällt. Lassen Sie Ihrer Kreativität ruhig freien Lauf. So, und jetzt möchte ich Ihnen noch zeigen, wie einfach es ist, diese Pyramide in einen Kegel umzubauen. Dazu verlasse ich jetzt hier die Präsentation und dann markiere ich alle 4 Teilstücke der Pyramide. Ich bin dann hier in Formformatierung und klicke einmal darauf und habe dann hier die Möglichkeit, Form zu bearbeiten. Ich klicke einmal darauf und habe hier die Möglichkeit, Form zu ändern. Und jetzt werde ich
das Rechteck, das wir als Basis für diese Pyramide benutzt haben, einfach einmal umändern in eine Ellipse. Und schon haben wir aus der Pyramide einen Kegel gemacht. Und wenn ich diese Präsentation jetzt starte und so wie gehabt klicke, dann haben wir neben der beeindruckenden Pyramide auch einen ganz beeindruckenden Kegel, der den gleichen Zweck erfüllt, nämlich den Blick auf eine bestimmte Aussage, zum Beispiel hier kommt der Text für die Ebene 3, per Farbe hinzulenken. Ja, meine verehrten Damen und Herren, damit hätten wir dieses Thema abgeschlossen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.